Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Trade-Besprechung. In diesem Trading-Video, da spreche ich über einen Short-Trade von mir, den ich im Ticker MOTS umgesetzt habe. Mein Trading, da geht es darum, nach Setups Ausschau zu halten, die rein aus einem technischen, aber auch emotionalen Standpunkt Sinn machen. Es sind Setups, die immer wieder aus demselben Grund, aus Angst und Gier der Marktteilnehmer entstehen und die gleiche Reaktion aus technischen Gesichtspunkten auftreten. Angst und Gier werden uns immer begleiten. Das ganze Leben lang werden Menschen von zwei Emotionen beherrscht, Angst und Gier. Die Börse ist dafür ein Paradebeispiel. Und das können wir immer wieder bei den Aktien, bei den Trade-Besprechungen, die ich dir auf meinem Kanal vorstelle, beobachten. Wenn wir uns jetzt diese Aktie beobachten, können wir erkennen, dass hier ein Fake-Breakout zum Open stattfindet und daraufhin dann der Dump. Und hier bin ich dann auch short eingestiegen und habe dann meine Position hier unten auskaliert. Es war zur Eröffnung sehr volatil. Es ist allgemein immer sehr volatil durch die fundamentale Struktur der Aktie, gepaart mit dem psychologischen Verhalten der Marktteilnehmer und Manipulatoren, die ganz genau wissen, wie sie den Kurs zu ihren Gunsten dirigieren können und somit den Takt angeben. Man spricht auch von Game Theory, dass man weiß, wo sind die Marktteilnehmer positioniert und wie denken sie. Das ist sehr wichtig herauszufinden, was die wahre Absicht des Unternehmens ist. Stichwort Filings Research. Man muss letztendlich wissen, wie das Spiel gespielt wird und sich nicht blenden lassen. Dafür habe ich für dich den Trade aufgenommen, um dir den Sell-Off nochmal näher darzustellen.
Kauflimit-Order ausgeführt. Exit mit Gewinn.